Und wir kommen wieder zurück zu SpongeBob Schwarmkorb Battle for Bikini Bottom. Und wir haben in der letzten Folge natürlich SpongeBob sein Haus, Thaddeus sein Haus und Patrick seinen Felsen durchgecampt und sind dann mal alte Sachen durchgegangen. Und ich muss sagen, ja. Und wir gehen jetzt natürlich zu den Quallenfällen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Würde ich mal sagen, let's go. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au! Au! Thaddeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Und wir sind in den Quallenfeldern und es sieht... Ja, es sieht einfach nur geil aus. Ich muss jetzt mal nochmal nach hinten gucken. Hier sieht man auch wieder die Häuser. Sehr schön habe ich natürlich früher auch gemacht. Ne? Da habe ich so dann nach hinten geguckt. Aber ich muss sagen, detailmäßig Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es hat sich einfach nichts geändert. Sie haben wirklich darauf geachtet, dass das auch so bleibt. Ich finde das super, super geil. Was ist denn das hier? Ist eine Socke. Das ist Schlamm. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht den Schlamm fangen. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich da an die Socke rankomme. Das ist eine Teleportkiste. Ah, ja. Okay, das weiß ich ja noch von früher, was eine Teleportkiste ist. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich würde natürlich alles durchkämmen, was geht. Und mein Lieblingslevel in SpongeBob Schwarmkorb Schlachten Bikini Bottom oder hier, wie es da heißt, Battle for Bikini Bottom, ist natürlich der Seetank. Weil wir noch gehen, bin ich mal sehr gespannt. Da interessiert es mich echt mal, wie der aussieht. Also wie sie den verändert haben und ob die Musik immer noch gleich ist. Meine Größe. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, da war ja noch was. Aha. Also ein paar versteckte Sachen weiß ich noch, aber nicht mehr alle. Also das wird eine lange, lange, lange Tortur. Aber ich freue mich trotzdem riesig. Was? 125 glitzernde Objekte brauchen wir? Ach ja, wir haben ja genug. Da muss man sich ja keinen Kopf machen, da kann man es auch bezahlen. Kommt der Hupfer, der fliegt das Flugzeug und wirft die Holzblätter runter. Oh. Da unten müsste der Pfannen. Ja, sag ich doch. Ohne Scheiß, ich fühle mich genau wie früher. Nur, dass es halt ein bisschen besser aussieht wie früher. Aber komm, ey, früher, das war ja echt eine Nostalgie, das hat man gezockt. Oh, nie wieder.
Das ist ein Eisblock. Ich glaube, den kann ich nur mit Patrick machen. Da oben sind auch noch welche. Und die Qualmfelder werden auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Folgen dauern. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, ist es ja nicht klein. Die Qualmfelder sind ja schon ein bisschen größer. Aha, da ist ein Schalter. Da muss ich doch erstmal gucken. Nee, ich glaube mal, da komme ich doch so gar nicht, oder? Oder doch? Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Und ich sag mal so, für SpongeBob ist man ja eigentlich nicht so alt. Klar, ich stehe dazu. Ich gucke den ab und zu mal gerne noch. Früher habe ich ihn extremer geguckt. So wie auch die ganze Spiele Schlacht und Bikini Bottom. SpongeBob Film ab. SpongeBob, der Film. Das waren dann halt alles so Teile, die ich dann früher gespielt habe. Und muss aber sagen, ich finde das hier halt wirklich super grandios. Und bin echt gespannt, was da noch in Zukunft kommt. So. Ich muss das mal irgendwie umstellen mit der. Na, mit der Ansicht. Verwechsel ich immer. Hey Gary, was geht ab? Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Yes. Ah nein, das ist frisch Klopper. Wie eine das Schild, da gibt es so einen Quarkrush, aber wir holen uns erstmal den Funbender. Ich bin jetzt mal gespannt, ob SpongeBob wieder die Hose lang, also die Unterhose langgezogen bekommt. Naja. Wie geil ist denn das? Oh, oh Mann, ey. Wie funkelnd Bein! Aber gut, wo das damals herauskam, da habe ich mir ja gesagt, also da wusste ich ja noch nicht, wie der SpongeBob sich anhört. Ich war halt der Hoffnung, also als Kind, dass der den gleichen Synchronsprecher hat wie der originale SpongeBob-Sprecher hier, aus der Serie. Aber, jo, das war damals halt nicht so. Aber das hat mich dann später auch nicht gestört, ganz am Anfang. Ja, da habe ich dann immer gesagt, oh, das ist so komisch. Aber da hat man sich halt dran gewöhnt und ich finde es halt jetzt cool, dass es hier so ist. Freue ich mich. Und da sind schon die ersten neuen Roboter. Also die neue Sorte. Hau ab. Okay. Da oben ist wieder eine Socke vom Trick. Autsch. Nein! Ach ja. Lacht der mich aus? Ich glaube, es hackt. Das Problem ist jetzt, wie komme ich da hoch? Das muss ich dann in Erfahrung bringen, wie das geht. Aber ich kann es mir jetzt ungefähr denken. Durch diese Pflanzen, die werden doch da abgebildet. Da muss ich dann einmal hoch und dann wieder zurück. Nennt mich auch Schwamminator. Ah, stimmt ja. Hier muss ich ja kegeln. Mit der Kegel von SpongeBob, seiner Seifenblase. Aber die kann der ja noch nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wann der die beigebracht bekommt, aber das dürfte hier in den Qualmfeldern sein. Aber bin ich 100% sicher. Oh, das sieht ja mal geil aus. Ohne Scheiß, ne? Da haben sie sich echt. Nein! Haben sich echt Mühe gegeben.
Geschenke öffnen ist klasse. Komm jetzt. Ja, da sieht man sogar schon die Bahn, die man nachher runterrutscht, wenn man den Quankry nicht besiegt hat. Das ist einfach... Ja, sorry, aber ich bin echt begeistert, dass das alles ins Detail geht. Auch wenn ich mich jetzt ein paar Mal wiederhole, ist das halt einfach sensationell geil. Okay, da sind jetzt die Pflanzen. Nein, ich habe die Dinger vergessen. Das Tor war jetzt knapp. Komm, das schaffen wir. Rüber. Jawohl. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Aber natürlich freut er sich. Die Teleportkiste vorüber ist abgeschlossen. Hold up, hold up! Ja, stimmt, das war die Maschine, die Roboter immer wieder neu dupliziert hat. Stimmt ja! Wieso? Ach so! Was soll ich sagen? Und da ist der goldene Funbender! 5 Stück haben wir jetzt! Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Okay, SpongeBob umgeht das. Frau Mann, seine Fußnägel zu schneiden, indem er direkt sagt, Patrick, ich komme. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und ich freue mich riesig. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao!